1 ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Die AfD tritt bei ihrem Parteitag einträchtig und harmonisch auf. Ist das Strategie? Das ist auf jeden Fall effektvoll und das ist eine öffentliche Darstellung, die sich immer wieder mal versucht, dass man also innerlich gesteuert wird von Björn Höcke, der ja auch die Spitzenkandidaten, die verkrachten Krah und Büstrom, lobbyiert hat auf die Spitzenposition der Europawahlliste, wo man jetzt erwarten könnte, nachdem die es völlig vergeigt hatten mit Spionagevorwurf China, mit Korruptionsvorwurf Russland, mit Äußerungen in ausländischen Zeitungen, die zur Verharmlosung des Nationalsozialismus der SS, dass es nur eine Abrechnung gegeben hatte. Die hat es nicht gegeben und das wird nun von vielen eben als eine Professionalisierung oder Glättung gewertet. Die hat es aber immer gegeben. Die AfD hat sich zum Beispiel mit Herrn Meuthen lange einen Sprecher geleistet, der nach außen immer ja praktisch ein Kreide-Vesuv war und immer sagte, ist alles gar nicht so schlimm und stimmt nicht und ist üble Nachrede. Und nach innen wurde die Position des sogenannten Flügels inzwischen dominant. Also die Partei besteht im Wesentlichen aus dem Flügel. Sie hat aus der Europawahl und den Geschehnissen da die Lehre gezogen, dass sie besser steuern muss, dass sie nach außen glatter auftreten muss. Aber der Vergleich mit der Professionalisierung der Grünen, den finde ich sehr gefährlich, weil wenn wir uns heute die Grünen angucken, dann war das ja nicht nur eine formale Professionalisierung, also dass dann da Ausschüsse und Zuständigkeiten und Gremien geregelt wurden, wie in den anderen Parteien auch, sondern die Grünen haben ja tatsächlich Kernpositionen fallen lassen. Und davon ist bei der AfD weit und breit nichts zu sehen. Macht denn dieses glattere Auftreten, diese Professionalisierung der AfD Sie noch gefährlicher? Das kann man sich in Frankreich gerade jetzt angucken. Also das, was der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, den er auch zitiert hat, die Altparteiisierung nennt, hat Marine Le Pen vom Rassemblement Entdiabolisierung genannt. Deswegen ziehen die so eine scharfe Kante, was nun für Frankreich auch historisch nicht weiter verwunderlich ist, zur Verherrlichung des Nationalsozialismus. Und diese Entdiabolisierung wird die AfD fortsetzen, indem sie eben die angeblich umstrittenen Spitzen Chrupalla und Weidel mit über 80% bestätigt hat und damit eigentlich sagen will, schaut mal, das ist alles böse Systemmedien, die reden uns schlecht nach. Also ich finde eigentlich, dass die AfD gefährlicher wird, je eher es ihr gelingt, so eine Volkstheaterdarbietung aufzuführen, hinter der dann der gleiche Höckismus weitergeht wie vorher. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.